Wo ist denn mein Rad? Mein Rad. Mein Rad ist gestohlen. Hören Sie doch, mein Rad ist weg. So, so. Ihr Rad? Wann denn? Heute. Eben. Jetzt gerade. Da sind Sie nicht die Erste. Was meinen Sie, wie viele Räder hier schon geklaut worden sind? Und da tun Sie nichts. Die Bundesbahn. Die Bundesbahn? Was hat denn die damit zu tun? Die ist doch nicht für Ihr Fahrrad verantwortlich. Mistwetter schon wieder. Ganz schön schwer, die Dinger. Ja, ja, die ewige Einkauferei. Und dann noch zu Fuß. Ich hatte mein Rad am Bahnhof stehen, aber das ist gestohlen worden. Na, sowas. Aber das kommt heutzutage öfter vor. Gibt's denn keinen Bus, der hier rausfährt? Doch schon. Aber dann hätte ich jetzt 2 Stunden warten müssen. Samstags fahre ich ja mit meinem Mann im Auto zum Einkaufen. So schön das hier draußen ist. Für eine Hausfrau hat's auch seine Nachteile. Wir sind erst seit ein paar Wochen hier. Vorher haben wir in Frankfurt gewohnt. Und da fährt Ihr Mann jetzt jeden Tag nach Frankfurt rein? Ja, mit dem Auto. Wahnsinnig praktisch. Da steht das Auto den ganzen Tag über rum, während Sie es hier draußen gut gebrauchen könnten. Wenn man es so sieht, ja. Aber ich habe gar keinen Führerschein. Dann werden wir. Fünf Schatzis hier. Sind noch Bratkartoffeln da? Die Sülze schmeckt toll, Mama. Ich sag's ja immer, eure Mutter kann gut kochen. Berti, stopf doch nicht so. Setz dich ein bisschen anständig hin. Schmeckt aber wirklich. Und Sülze ist durchschön billig. Ein richtig schönes, billiges Samstagsessen. Du, Heinz, ich habe heute mit der Frau Schwarz geredet. Die hat gesagt, dass sie eine Wasserrechnung von 240 Mark für 3 Monate hatten. Ist eigentlich die Rechnung für die Bretter schon gekommen? Ich war noch gar nicht am Briefkasten. Berti, lauf mal hin. Immer ich. Klar, immer die mit den jüngsten Beinen. Ich habe Gurken in die Sülze getan. Das magst du doch so gern. Was hast du da eben gesagt? 240 Mark für Wasser? Naja, die können ja machen, was sie wollen. Wer weiß, was die da alles mit reinrechnen. Da ist natürlich die Abwasserbeseitigung mit drin. Wo kommt denn so viel Abwasser her? 240 Mark? So rumzuasen braucht man doch auch nicht. Wir können ja ein bisschen sparsamer aufs Klo gehen. Sabine. Weniger trinken und weniger pinkeln. Sabine. Gar keine schlechte Idee. Nehmt euch ruhig ein bisschen zusammen. Für dich, Mama, nein, für Papa. Ach, die Telefonrechnung, auch das noch. Und Tante Hanni. Ihre Schrift wird auch immer zittriger. Ich hab schon mal gefragt, sind noch Bratkartoffeln da? Gleich. Hat sie kein Geld für uns reingelegt? 94 Mark für Telefon? 94 Mark, seid ihr wahnsinnig? 94 Mark in die Luft reden? Sind doch alles Ferngespräche hier. Dann führt nicht so viel Ferngespräche. Wir haben kein Geld für Ferngespräche. Himmel. Was heißt der Himmel, ob noch Bratkartoffeln da sind? Bratkartoffeln! Was ist denn eigentlich los? Tante Hanni will mir 1000 Mark schicken. 1000 Mark? Mann, das ist ein Hammer. Wie kommt sie denn dazu? Wie kommt sie dazu, uns 1000 Mark zu schicken? Sie schreibt, das Geld wird immer weniger wert. Und für sich selbst braucht sie kaum etwas. Sie kommt mit ihrer Rente gut zurecht. Und ins Grab könnte sie auch nichts mitnehmen. Erben würde ich sowieso alles, was sie hat, schreibt sie. Und dann will sie mir lieber jetzt schon mal eine Freude machen. 1000 Mark? Gar nicht schlecht, wirklich. Gerade jetzt hätte ich Tante Anni gar nicht zugetraut. Toll, dann kriege ich endlich mein Dreigangrad. Und ich kann mit der Klasse nach London fliegen. Das hat mir schon richtig im Magen gelegen. 1000 Mark. Gerade das, was ein Zaun kostet. Einen Zaun brauchen wir. Jeder Hund kann in unseren Garten machen. Ach du mit deinem Zaun. Immer alles fürs Haus, als ob es nichts anderes gibt. So ein schöner, dunkelbrauner Holzzaun. Hast du noch ein Stück Sülze, Lotti? Eigentlich wollte ich das für abends lassen. Naja, kriegt ihr auch noch was. Ich werde doch zu dick. Brauchen wir überhaupt nicht den Zaun. Wann kriegen wir denn das Geld? Sie schreibt, es ist schon abgeschickt. Übrigens, ich habe mir überlegt. Was denn? Was hast du dir überlegt? Ob ich. Ja, was hast du denn, Lotti? Ich wollte sagen, von diesem Geld wird nicht nach England gefahren. Auch kein neues Rad, Berti. Ganz recht, wir kaufen einen Zaun. Auch keinen Zaun. Das Geld hat Tante Hanni mir geschenkt. Das brauche ich für mich.
Ja, aber der Zaun ist doch auch für dich. Der ist doch nötig. Die Leute denken ja, bei uns langt's nicht mehr. Ich brauche keinen Zaun. Und die Leute sind mir Schnuppe. Zaun ist Quatsch. Du alten Mund. Ich will nämlich... Ich will den Führerschein machen. Wie? Was? Den Führerschein machen. Eure Mutter spinnt. Ich spinne überhaupt nicht. Wieso denn? Toll, Mama. Die Mutter von Jörg kann auch Auto fahren. Die von Olaf auch. Fast alle Mütter. Auto fahren, Führerschein, ausgerechnet jetzt, wo wir mittendrin sitzen in Schulden. Direkt mit dem Arsch im Schlamassel. Heinz. Papa hat wieder ein Wort gesagt. Da redet meine Frau vom Führerschein. Aber es wird doch alles viel einfacher. Ich könnte dich morgens zur Bahn fahren und den Wagen tagsüber... Führerschein? Wo du nicht mal die Garage aufschließen kannst. Na, so ungeschickt ist sie nun auch wieder nicht. Bis jetzt ist es doch auch so gegangen. Bis jetzt haben wir ja auch mitten in der Stadt gewohnt und nicht in diesem Kaff. Kaff? Wenn ich sowas schon höre. Boing. Aber es gibt doch noch Nachtisch. Schau mal, Mama. Daran erkennst du, ob noch genug Öl da ist. Bis dahin muss er feucht sein. Soweit muss es reichen. Papa braucht übrigens bald wieder Neues. Und wofür ist Öl gut? Mann, das sind vielleicht Fragen. Als was die Kolben kaputt gehen. Hier, da sind die drin. Also wenn der Wagen plötzlich stehen bleibt, dann kann es auch am Öl liegen? Klar. Schon mal was von Kolbenfraß gehört? Also aufs Öl musst du aufpassen. Und aufs Kühlwasser, sonst gibt's Scheiß. Berti, dass du so ein Fachmann bist, das habe ich ja überhaupt nicht gewusst. Woher weißt du denn das alles? So ein Motor ist echt klasse. Dann musst du noch auf die Luft aufpassen. Bei unserem Wagen muss vorne 1,6 und hinten 1,8 drin sein. Was ist denn 1,6? Atü nennt man das, aber das verstehst du ja doch nicht. Hauptsache 1,6 und 1,8. Das musst du denen an der Tankstelle sagen, wenn du die Luft prüfen lässt. Das vergesse ich doch bestimmt. Dann schreib's auf und leg's dir irgendwo hin. Das soll ich doch auch immer machen. Ja, das werde ich tun. Was muss ich sonst noch wissen? Was brauchst du, wenn der Wagen fahren soll? Benzin! Berti, du Esel. Ach, weißt du, diese ewigen Auseinandersetzungen, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich würde diesmal nicht wieder nachgeben, Lotti. Setz dich einmal durch, ein einziges Mal. Das sagst du so. Also, ich fahre jetzt noch mal weg. Um 10 Uhr bin ich bestimmt zu Hause. Muss das denn sein? Heute am Sonntag? Wir wollten doch zusammen Kaffee trinken. Wir zusammen? Ach, Papa wurschtelt doch sowieso noch im Keller rum. Und Berti wollte auch noch weg. Wohin fährst du? Nach Bruck. Tschüss, Inge. Tschüss, mach's gut. Du Mutti, ich habe wirklich keine Lust, über jeden Schritt Rechenschaft abzulegen. Und das Abendessen? Ich werde sowieso zu dick. Tschüss. Die wird ganz schön kiebig, was? Bei uns rennt alles auseinander. Bleib du wenigstens. Du, das geht wirklich nicht. Ich wollte nur mal kurz vorbeischauen. Ich muss heute noch nach Köln. Oh, du hast gut. Immer so rumfahren. Na du, ich weiß nicht. Das reine Zuckerlecken ist das auch nicht. So schön friedlich wie hier, das hat auch was für sich. Ja, für dich wäre das gerade was. Sieh zu, dass du mal rauskommst, Lotti. Versuch mich doch öfter. Wenn bloß das Fahrgeld nicht so teuer wäre. Einmal nach Frankfurt, da sind gleich 10 Mark weg. Du kannst ja bei mir über Nacht bleiben. Über Nacht? Mhm. Du kennst doch Heinz. Na, so schlimm ist der doch auch nicht. Ist doch kein Gefängnis, Wärter. Das heißt, wenn du nicht dazu machst. Na, hör mal, wirklich. Ist schon gut. Du und deine Lieben. Lass dich nur nicht von so einer Scheidungstype wie mir verderben. Tschüss. Meld dich wieder. Tschüss. Wollen wir erst mal probieren. So, gib mal rüber. Merkwürdig, dass das wieder nicht passt. Wir haben doch alles nach Vorschrift gemacht. Das kriegen wir schon hin. Wir können ja noch mal lesen, was da steht. Ach, vom Lesen wird das auch nicht besser. Da müssen wir irgendwas falsch gemessen haben. Falsch gemessen? Ah, wo? Also, wenn man euch so sieht, willst du nicht lieber einen Fachmann holen? Fachmann? Ich schmeiß doch mein Geld nicht zum Fenster raus. Papa und ich können das auch. Aber alles zweimal machen oder dreimal? Wo du doch nie Lust zum Basteln gehabt hast. Was heißt hier Lust? Ist doch schließlich mein Haus. Wenn man selbst ein Haus hat, ist das doch ganz... 75? Ist das doch ganz was anderes. Aha, 76. Aber wie du dich abrackerst. Lotti, sieh das doch mal ein. So ein Haus braucht eben Zeit, bis es fertig ist. Das Haus und der Garten. Pass mal auf, wie hübsch das alles aussieht, wenn erst mal die Bäume groß sind. Weiden zum Beispiel, die wachsen schnell. Na ja, schnell.
Ich gehe jetzt mal zu Jörg. Ja, du hast mir prima geholfen, Berti. Wirklich, der ist gut, der Junge. Mhm. 7 Jahre, sagt man, braucht sein Garten. 7 Jahre? Und stell dir vor, wenn wir dann auf unserer Terrasse sitzen und Kaffee trinken und alles blüht und die Vögel... Ich wollte dich gerade zum Kaffee trinken holen. Ach, bring mir lieber was runter. Eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen, ja? Aber wir müssen dann auch mal zusammen reden. Was gibt's denn? Weißt schon, wegen dem Führerschein. Ach, deine Freundin Inge. Ist sie wieder weg? Inge hat damit gar nichts zu tun. Und ich dachte schon, du hättest eingesehen, dass das Unsinn ist. Aber du kannst doch auch mal was einsehen. Sieh mal, Lotti, ich hab doch nichts dagegen, dass du den Führerschein machst. Und dann ist es ja gut. Wenn du unbedingt willst, du sollst dich auch wohlfühlen. Ich hab gedacht, wenn du mir hilfst, mir so ein bisschen was beibringst... Nur nicht jetzt. Es muss doch nicht ausgerechnet jetzt sein. Du weißt doch, wie wir stehen, wie wir sparen müssen. Ja, das weiß ich wirklich. Seit wir das Haus haben, höre ich ja nichts weiter. Ich komme mir schon wie ein Sparschwein vor. Also so schlimm ist das ja doch auch wieder nicht. Ich hab es satt. Ich hab es einfach satt, 3 Kilometer zum Einkaufen zu radeln. Und mit vollen Taschen durch den Regen zu latschen. Einmal ist das bis jetzt passiert. Öfter nicht. Ich habe mir gedacht, wenn ich den Führerschein habe und den Wagen dann tagsüber für mich... Mein Auto? Da wäre doch alles viel leichter. Ich könnte doch die Kinder mal zur Schule fahren, wenn es regnet. Oder im Winter. Dieser lange Weg durch Eis und Schnee. Ist doch gesund. Und wir könnten doch auch mal was unternehmen, mal zum Schwimmen fahren oder so. Und ich wäre nicht mehr so festgenagelt in diesem Nest, wo ich keinen kenne und wo... Ach, du weißt schon... Du wolltest doch genauso wie ich dieses Haus. Ja, weil du es wolltest. Ich hab doch immer nur gewollt, was du wolltest. Naja, und? 17 Jahre habe ich nur gewollt, was du wolltest. Daran ist bloß das ganze Gequatsche schuld. Im Fernsehen und in der Zeitung. Die mit ihrem Gequatsche. Die machen die Familien unglücklich. Jetzt will ich einmal im Leben machen, was ich will und schon gibt's Krach. Also meinetwegen, dann mach ihn doch. Mach doch deinen verdammten Führerschein. Mach, was du willst. Tja, also Frau Riel, fahren lernen, das ist natürlich nicht ganz einfach. Die Prüfungen werden immer schwieriger, das haben Sie vielleicht schon gehört. Und Damen Ihrer Kategorie, ich meine, wenn ich fragen darf, wie jung sind wir denn? 41. 41, das ist nicht alt, die besten Jahre sozusagen, aber fürs Fahren lernen eben auch nicht mehr die schönste Jugend. Mit 20, ich meine so, die jungen Hupfer mit 20, die tun sich natürlich da leichter. Was kostet eigentlich so eine Stunde? 24 Mark. 24 Mark. Ja, bei unserem Land ist es noch preiswert. Darf ich mal? Bitte. Danke. 24. Und sind da noch irgendwelche Extrakosten? Ja, ein bisschen kommt da noch drauf. Sie wissen ja, umsonst ist der Tod. 150 Mark Grundgebühr. Dafür haben Sie dann auch den theoretischen Unterricht. Der ist dann gleich mit drin. Und dann... Noch was? 23 Mark fürs Landratsamt. 20 noch was? Naja, und die Prüfungsgebühr. Das sind genau 52 Mark und 17 Pfennig. 52, 17 Pfennig? Das kommt durch die Mehrwertsteuer. Ja. Und wie viele Stunden, was meinen Sie? Wie viele Stunden würde ich brauchen? Ja, wie ich schon sagte, Damen Ihrer Kategorie, also so schnell geht das nicht. Ja, aber was denken Sie denn, wie viele Stunden? Es gibt so eine Regel. So viele Stunden wie Jahre, wenn Sie also 41 sind. 41 Stunden Himmel. Na ja, natürlich, manche schaffen es auch schneller, aber andere brauchen noch wieder mehr. Noch mehr? Also das muss ich Ihnen gleich sagen, Herr... Ilkner. Ja, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen... bei mir ist es nämlich so, ich habe eine bestimmte Summe zur Verfügung, 1000 Mark. Wenn davon jetzt die Grundgebühr und das alles, also wenn das abgeht, dann bleiben ungefähr so 770 Mark. Das reicht etwa für 30, 32 Stunden. Mehr kann ich nicht bezahlen. Hat es da überhaupt Zweck? Tja, also Zweck. Schwarz auf weiß kann ich Ihnen das nicht geben. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen Sie 50 Stunden oder 100. Hatte ich auch schon mal. Naja, aber das ist eine Ausnahme. Ich will Ihnen keine Angst machen. Aber wenn Sie eine Garantie für 32 Stunden wollen, dann müssen Sie woanders hingehen. Aber Sie meinen, möglich wäre es? Da kann ich nur sagen, an mir soll es nicht liegen. Geschafft hat es bei mir noch jeder. Auch der mit den 100 Stunden? Doch, doch. Der ist dreimal durchgefallen. Danach musste er zur psychologischen Untersuchung, das ist immer so, nach dem dritten Durchfall. Aber der hatte keine Macke, der war hochintelligent. Bloß beim Fahren nicht. Zu viel Fantasie, wissen Sie? Das stört bloß beim Fahrenlernen. Wenn ich das schon höre. Beim vierten Mal ist er dann durchgekommen. Seither fährt er einwandfrei, noch kein Unfall. Man weiß ja nicht, wie sich die Leute hinterher machen. Einen Schüler hatte ich, der ist gleich bei der ersten Prüfung durchgekommen. Eine Woche später... ist er direkt in eine Kneipe gefahren, mit Karacho ins Schaufenster, mitten zwischen die Pullen. Ja, ich glaube, ich versuch's. Betty, aufstehen, der Tag fängt an. Mama, komm mal. Ich glaube, wir schreiben heute Bio.
Aber Bio kannst du doch. Den Magen der Kuh, den haben wir doch zusammen gelernt. Den kannst du doch auswendig. Aber wenn der Hartwig da steht und auf die Uhr guckt. Du, der ist so ein Ekel, der Hartwig. Du musst keine Angst haben. Komm. Immer ist er als Erster dran, jeden Morgen. Geh doch unten aufs Klo, Biene. Immer dieses Theater. Wir müssen irgendwo eine zweite Dusche einbauen. Ich weiß nicht, bei uns zu Hause hatten wir überhaupt keine Dusche und wir waren vier Kinder. Ja, früher. Ja, wir waren auch keine Schweine. Ist das Frühstück fertig? Ja. Ich hab dir zwei Eier gekocht. Ah, danke, Lotti. Hoffentlich nicht zu weich. Ist noch was? Nein, nein. Ist doch alles klar, nicht? Wieso? Na, das mit deiner Schnapsidee ist doch erledigt. Also, bis heute Abend. Berti, du musst dich doch noch kämmen. Du kannst doch nicht so aus dem Haus gehen. Mach ich ja noch. Übrigens, mein Rad hat einen Platten. Ach, das sagst du jetzt. Jetzt ist der Bus weg. Da muss ich eben mein Auto anhalten. Nein, das will ich nicht. Auf keinen Fall. Wo so viel passiert. Naja, wenn sie mich umbringen, schönen Gruß an Papa. Na also, laufen tut der Motor ja schon mal. So, und jetzt fahren wir gleich los. Keine Angst, ich habe genau wie Sie hier Bremse. Und Kupplung, da kann gar nichts passieren. Und lassen Sie sich nicht irritieren, wenn es mal tutet. Das zeigt nur an, dass ich mal eingreifen muss mit der Bremse und so. So, und jetzt nehmen Sie den Schalthebel in die Hand. Nicht so klammern, Frau Riehl, sonst reißen Sie noch raus. Ganz sanft und freundlich, als ob Sie, ja, so. Und jetzt vorschieben und gleichzeitig auf die Kupplung treten, wie ich Ihnen das erklärt habe. Sonst geht das Getriebe kaputt. Wie? Immer zu die Kupplung? Nein, nur beim Schalten. Das geht dann ganz automatisch. Also los jetzt. Den rechten Fuß aufs Gaspedal und ganz sanft Gas geben. Gas geben, Frau Riehl, das heißt, dass Sie das Gaspedal niederdrücken müssen. Und die Kupplung ganz langsam loslassen. Langsam die Kupplung loslassen, Frau Riehl. Und sanft Gas geben. Sanft, wie mit einem kleinen Kind. Sanft das Gaspedal. So, nochmal. Kupplung, erster Gang. Gas, langsam die Kupplung loslassen. Gas, sanft, ja, ja, ja. Immer geradeaus. Steuer gerade halten, Frau Riehl. Ja, sehr schön. Ihnen passiert gar nichts von. So, und jetzt links abbiegen. Blinker links. Ja. Sehr schön, Frau Riehl. Jetzt immer geradeaus. Himmel! Oh. Ja, loslassen darf man das Steuer natürlich nicht, Frau Riehl. Das lernen Sie auch noch. So, nochmal. Kupplung, erster Gang. Ja. Kupplung langsam loslassen. Gas geben. Sehr schön. Zweiter Gang. Auweia, was da wohl Papa sagt. Ja, und das ist die Hausbar, da kann man sehr viel unterbringen. Also Hausbar ist doch überflüssig, wir trinken doch sowieso nichts. Ja, wenn man mal Gäste hat, sie ist sehr gut verarbeitet. Sowas findet man heute kaum noch. Ach, würden Sie wohl bitte Ihren Kleinen da wegholen? Das Sofa soll doch noch verkauft werden. Oliver, komm mal her. Ah, komm,
mein Junge. Zur Mama! Zur, ach, nicht weinen. Ja, hören Sie mal, so schlimm ist es doch nun wirklich nicht, wenn der Kleine... Na, meinen Sie denn, dass der Schrank so gut gearbeitet ist wie der Große dahin? Noch besser, würde ich sagen, eine grundsolide Arbeit und wirklich sehr preiswert als Auslaufmodell. Also ich weiß nicht. Ich glaube, wir gehen doch noch mal woanders uns umgucken. Eine Hausbar brauchen wir doch sowieso nicht. Komm, quengel jetzt nicht rum, Oliver. Du kriegst gleich ein Eis. Vielleicht kommen wir noch mal wieder. Würde mich freuen. Wiederschauen, die Herrschaften. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Herr Riel, ja. Wollen die nun den Schrank nehmen? Ja, der Mann schon. Ja, und die Frau, was hat der nicht überlegt? Sie wollte keine Hausbar, weil sie sowieso nichts trinkt. Das kann man ja verstehen. Verstehen? Na, ich weiß. Wir müssen noch was verkaufen. Man muss es eben fertig bringen, die Leute zu überzeugen, dass eine Hausbar ihr größter Wunsch ist. Ja, ich mag das nicht, Ludwig. Ich tue sowas nicht gern, den Leuten was aufschwatzen und nachher ärgern sie sich. Ihr Vater, der wollte ja, sowas überhaupt. Ja, ich weiß. Der, die Zeiten ändern sich eben. Edle Gefühle sind was sehr Schönes. Aber bei dem Konkurrenzkampf? Jetzt haben schon wieder zwei große Möbelmärkte eröffnet. Die wollen uns doch kaputt machen, die Brüder. Ich hab was für dich. Da. Was ist das hier? Hat mir die Oberberg verkauft. Du weißt doch, unsere neue Kassiererin. Für 30 Mark. Das fängt ja schon an zu rosten. Also ich hab gedacht, du freust dich. Ist doch tadellos. Na ja. Lotti, ein neues Rad, das ist doch nicht drin. Ist sowieso schon wieder was passiert. Was denn? Ach, gib mir erst mal ein Bier. Durst habe ich. Also, was ist los? Ach, der Wagen. Ich hatte ihn doch in der Werkstatt. Mhm. Weißt du, was das gekostet hat? Fast 300. Und neue Reifen brauche ich auch bald. 300 Mark, das ist ja fürchterlich. Oh, die sind ja längst da. Ein Glück, dass uns Tantani das Geld schickt. Oder ist sie schon da? Ach, doch. Oh, ohne die 1000 sehe ich schlecht aus. Wenn sie es jetzt nicht geschickt hätte? Na, hat sie aber, Gott sei Dank. Heinz, bitte, wir haben doch jetzt wirklich genug darüber geredet. Lotti, du weißt, weil du kannst... Wenn ich den Führerschein jetzt nicht mache, dann mache ich ihn nie. Und deshalb habe ich mich auch gestern angemeldet. Was sagst du denn? Ich habe mich angemeldet. Und die erste Stunde... Das kann doch nicht wahr sein. Und die erste Stunde habe ich auch schon gehabt. Das hast du wirklich getan? Heinz, bitte, ich möchte es doch so gerne. Die Kinder werden groß und gehen aus dem Haus und dann hocke ich hier. Und später bin ich dann zu alt und überhaupt, wahrscheinlich hast du dann was anderes dagegen. Also ich verstehe dich nicht. An die Familie denkst du wohl überhaupt nicht. Vor 3 Tagen hast du nicht mal was von dem Geld gewusst. Also du meldest dich sofort wieder ab, basta. Mama, was gibt's denn heute? Frikadellen, wie viel kriegt denn jeder? Nicht so nervös, Frau Riel, es reißt Ihnen noch keiner den Kopf ab. Dritter Gang, Sie sind doch schon auf 50. Frau Riel! Sowas darf doch nicht mehr passieren, genau wie am ersten Tag. Ich weiß auch nicht. Jedes Mal, wenn mir so ein dicker Brummer entgegenkommt. Aber der steigt Ihnen doch nicht auf den Kühler drauf. Also, nochmal von vorn. Ja. Kupplung. Erster Gang, Gas, wenig ja. Erst. Etwas mehr Gas, zweiter ja. Gang. Oh. Hat Ihnen der arme Wagen eigentlich was getan? Frau Riel, Sie sind wirklich ein schwerer Brocken. Du Mutti, der blaue Rock, ist der fertig? Nein, entschuldige, Kind, ich hab's noch nicht geschafft. Ich hatte doch Fahrstunde. Wie war's denn? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lerne das nie. Quatsch, jeder lernt das. Der redet und redet und redet. Wer? Der Fahrlehrer, der Ilkner. Der ist noch nervöser als ich. Warum bist du denn so nervös? Ach. Brauchst du doch nicht. Dieser ständige Ärger mit Papa und wenn ich es dann wohl möglich nicht schaffe. Berti, wie siehst du denn wieder aus? Wir haben geangelt. Geangelt? Ich denke, du sitzt in deinem Zimmer und machst Schulaufgaben. Was riecht denn hier so komisch? Himmel, der Blumenkohlauflauf. Au! Ich hab mich auch noch verbrannt. Was hast du? Was ist los, Lotti?
hätte beinahe den Auflauf vergessen. Erst habe ich mit Berti gelernt und dann... Kann er es denn? Ach, diese komische Rechnerei, die die machen. Mama kann den Scheiß auch nicht. Berti! Nach dem Essen probieren wir es mal zusammen. Wer doch gelacht. Und das kannst du nicht. Guck mal, Papa. So sah der Fisch aus. Und solche goldenen Punkte hat er auf dem Rücken. Goldene Punkte? Sowas gibt's doch nicht. Und da müssen wir mal nachsehen. Ich hol das Lexikon. Aber bleib gefälligst hier. Wir müssen auch rechnen. Sowas haben wir nie gehabt. Was lernt ihr denn für einen Blödsinn? Warum lernt ihr denn nicht vernünftig rechnen? Siehst du, du kannst es auch nicht. Na, geh ich etwa zur Schule? Wenn du nicht aufpassen willst, dann wäre Lampenputzer oder Gullitaucher. Sowas soll man den Kindern nicht sagen. Die kriegen ja Komplexe. Ach was, Mama, ich nicht. Ich werde sowieso Automechaniker. Und Englisch, haben Sie das zurückgekriegt? Wieder eine 5. Ich muss eben noch mehr mit ihm lernen. Wenn du das noch kannst, du hast jetzt andere Böcke zu melken. Wo ist denn eigentlich Sabine? Kommt um 7. Einer auf dem Motorrad hat sie abgeholt. Ja, wieder so ein Raser. Das war der Andi Jonas. Was der da hat, ist bloß ein Mofa. Damit kann er gar nicht rasen. So viel schlechter als die meisten ist der Berti gar nicht. Es gibt Mütter, sage ich dir, die fahren jeden Nachmittag von einer Nachhilfestunde zur anderen. Naja, das kannst du ja auch bald so machen. Schönen Gruß vom Getriebe. Vorfahrt, Frau, oh. Rechts hat Vorfahrt. Das war heute schon das dritte Mal. Haben Sie Sehnsucht nach einem schönen Grabstein? Ich kann nicht mehr. Jetzt bleiben Sie auch noch stehen, ohne in den Rückspiegel zu schauen. Ich hab doch... oh Gott, das ist ja lebensgefährlich. Schon 12 Fahrstunden und zweimal in der Woche theoretischen Unterricht. Irgendwann muss doch mal was hängen bleiben. Los, los, wir müssen weiter, wir blockieren doch die Straße. Sag mal, Mutti, warum hast du Papa eigentlich geheiratet? Na, hör mal. Wieso fragst du das? Na, der kann doch ganz schön eklig sein. Der hat auch seine Sorgen. Wieso? Der ist doch ganz zufrieden, hier mitten in der Landschaft. Wenn der Mond so schön die Pfützen scheint. Red nicht so hämisch. Also, ich will ja bloß mal wissen, ob du mal so richtig in ihn verliebt gewesen bist. Ja, sonst hätte ich ihn doch wohl nicht genommen. Oder war er der Einzige? Und du wolltest unbedingt heiraten? Manchmal rätst du ganz schönen Stuss. Also, warum hast du ihn geheiratet? Warum? Also, damals, als ich Papa kennenlernte, da hatte ich eigentlich einen anderen. Einen aus dem Baugeschäft, der hatte sogar einen Porsche. Hättest du den beinahe geheiratet? Mhm, beinahe. Wir waren schon fast verlobt, aber der... Da hast du Papa kennengelernt. Wie? Also der mit dem Porsche. Kurt hieß der. Der kam immer zu spät. Wenn wir verabredet waren, nie war der da. Ich habe gewartet und gewartet. Ich habe nie im Leben so viel gewartet. Und dann habe ich Papa kennengelernt und der war immer pünktlich. Wenn der sagte um 6, dann konnte man sich drauf verlassen, dann war der da. Und deswegen? Weil er so pünktlich war? Also Mutti. Ach, Kind, doch nicht nur deswegen. Aber irgendwie war das so schön, er war so zuverlässig. Naja, das ist er ja. Aber wenn das alles war, Prost, Mahlzeit. Ach, Kind, ich sagte doch längst nicht alles, dreh mir doch nicht die Worte im Mund rum. Außerdem, Zuverlässigkeit ist eine Menge. War er auch lustig? Oh ja, sehr. Und seid ihr tanzen gegangen? Und wie? Auch noch, als wir längst verheiratet waren. Wir hatten viele Freunde. Na, davon ist aber nicht viel übrig geblieben. Also, eigentlich kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass Papa mal so gewesen ist. So zum Verlieben. Die Menschen verändern sich eben, wenn sie älter werden. Ich habe mich auch verändert. Du siehst noch recht passabel aus für dein Alter. Ach. Thank you.
mehr rechts halten, Frau Riel, auch wenn Sie SPD wählen. Wollte ich ja gerade. Wirklich? Meinen Sie, ich will dem Laster da auf den Kühler steigen? Sie verunsichern mich richtig. Ich Sie? Das war jetzt wieder ein dicker Hund. Verunsichern. Frau Riel, Sie sind wirklich ein schwerer Brocken. Dabei sind Sie heute so schön gefahren und jetzt wieder dieser Griff ins volle Menschenleben. Also Mama, nun konzentrier dich doch mal. Ich darf doch auch nicht schlafen, wenn du mit mir lernst. Wo ist das Halten verboten, auch wenn keine Verbotsschilder aufgestellt sind? Du, Berti. Ja? Was würdest du sagen, wenn ich den Führerschein habe und wenn ich dann arbeiten gehe? Arbeiten? Du? Ja. Ich war doch früher mal Arzthelferin, früher bevor ihr auf der Welt wart, Sabine und du. So wie die bei Dr. Eckert, die da am Schreibtisch sitzt, wenn man reinkommt, die im weißen Kittel? Ja. Und Spritzen? Könntest du auch Spritzen machen? Ja, klar. Toll, das hast du alles gekonnt, Mann. Natürlich habe ich das alles gekonnt. Ich dachte hier in der Gegend, da sind doch so viele Ärzte, vielleicht könnte ich da irgendwo eine Halbtagsstelle kriegen. Ich würde was dazu verdienen und Spaß würde mir das auch wieder machen. Klar macht sowas Spaß. Würde ich dann auch ein Dreigangrad kriegen? Ja, schon möglich. Du, das finde ich toll. Also nun streng dich mal ein bisschen an. So, hier können wir gleich mal anfangen am Berg. Stopp. Handbremse, Frau Riel, Handbremse. Der Karren rollt da zurück und unten ist der Fluss. Soll uns die Fische fressen? Das können Sie doch. Das kann doch jeder. Anfahren am Berg ist doch keine Geheimkunst. Also, Gang einlegen, Kupplung langsam kommen lassen, Gas wenig erst, Handbremse lösen, Gas, 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 Frau Riel, Gas! Bremsen! Oh Gott, wenn Ihnen das bei der Prüfung passiert, anfahren am Berg, das müssen Sie doch einfach können. Auch wirklich nicht nötig, arbeiten gehen. Na, hör mal, gerade jetzt, wo noch die restlichen Erschließungskosten ins Haus stehen. Das werden doch wieder ein paar tausend Mark. Ich habe euch bis jetzt immer noch ernähren können. Aber das hat doch nichts mit Ernähren zu tun. Und überhaupt ernähren, als ob das alles wäre, bloß Essen und Trinken. Bloß Essen und Trinken? Also meine Mutter war froh, wenn sie für uns alle genug zu essen und zu trinken hatte. Die hatte keine Rosinen im Kopf, die wusste ganz genau, Sie da, unser Nachbarn. Ein schöner Tag, nicht wahr? Na, wie geht's? Was machen Haus und Garten? Guten Tag. Guten Tag. Ach, wir haben gerade mal wieder die Gegend bewundert. Ja. Sowas hat man in der Stadt nicht. Bestimmt. Und haben Sie sich schon inzwischen eingelebt? Ach, sicher, sowas geht schnell. Na, nicht immer. Die Leute, die zuerst in dem gelben Haus an der Ecke gewohnt haben, die sind vor knapp einem Jahr weggezogen. Die haben verkauft. Ach, wirklich? Ja, denen war es zu still. Das stimmt ja auch. Für junge Leute. Ach, die Stille, das ist ja gerade das Gute. Ja. Also dann schönen Tag. Ja, danke. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Also ich halte nichts davon. Solange die Kinder noch zur Schule gehen, Berti mit seinen Schwierigkeiten und Biene fängt mit Freunden an. Die brauchen ihre Mutter. Wir kommen schon durch, Lotti. Aber ich will doch bloß halbtags arbeiten. Die Kinder kriegen schon ihr Recht. Dein ganzer Tag wird dir auseinandergerissen. Ich will das nicht. Aber es ist doch schließlich mein Tag. Das heißt, das geht ja mich nichts an? Ach, Heinz, das ist doch jetzt wirklich bloß Sturheit von dir. Du sagst doch selbst immer, dass das Geld nicht reicht. Und dieses ganze Theater wegen dem Führerschein. Hör bloß damit auf. Und wenn ich das Geld, das ich dafür ausgebe, wieder reinbringen will. Siehst du, das ist es doch. Eins kommt zum anderen. Erst wird das Geld rausgeschmissen, dann muss es mit Gewalt wieder reingebracht werden. Das beißt sich doch in den Schwanz. Heinz, du bist in letzter Zeit so anders. Ist irgendwas mit der Firma? Die Firma? Unsinn, was soll da sein? In der Firma ist alles bestens. Gerannt. Der ist mit seinem Traktor gekommen und hat meinen Mann aus dem Grab gezogen. Und das war für Sie so ein richtiger innerer Fackelzug, nicht? Ja. Halten Sie mal da vorne, ich muss tanken. Mhm.
Er kostet bloß 600. Ein ganz guter Schuss. TÜV erst in anderthalb Jahren. 600? Ja. Aber dem Altschlitten können Sie ruhig mal den Kotvögel einnullen. Gerade richtig für einen Anfänger. Los, los, Frau Riehl, erst fahren lernen und dann Auto kaufen. Ziemlich nervöses Hemd, was? Ein Motiv, diese Lakaina und eine Waffe hatten Sie nun auch noch. Ich habe Sie wegen Mordverdacht an Harry Jungnickel. Herr Kommissar, bitte beruhigen Sie sich doch. Ich hab doch Harry nicht umgebracht. Ich weiß es ja, aber... Und nun ist das Spiel vorbei. Ich verziehe mich. Ich werde mir nachfolgen. Ganz gleich, wenn ich schieße. Och, jetzt wollte ich gerade noch ein bisschen gucken. Du gehst ins Bett, mein Lieber, sonst schläfst du dich wieder in der Schule aus. Und nicht mehr so lange lesen. Du, Papa, ich habe noch 50 Pfennig bei dir gut. Wieso? Er hat eine 2 in Biologie geschrieben. Biologie? Na ja, von mir aus. Ja. Danke, Nacht. Wenn ich was für gute Noten kriegte, hätte ich über 10 Mark bei dir gut. Weiß doch, warum wir das machen. Damit Bertie ein bisschen ermutigt wird. Du schreibst doch sowieso gute Noten. Finde ich ungerecht. Wenn ich blöd wäre... Bertie ist nicht blöd. Dann würde ich wenigstens ab und zu etwas kriegen und könnte mir dieses tolle Chemiebuch leisten. Was heißt denn auf einmal mit Chemie? Immerzu höre ich Chemie. Sie interessiert sich eben dafür. Ich glaube, ich studiere mal Chemie. Studieren? Aber wir waren uns doch einig, dass du mit mittlerer Reife abgehst. Du warst dir einig. Heutzutage studieren, wo man mit Akademikern die Straße pflastern kann. Verdien lieber Geld. Du heiratest ja doch mal. Also wirklich, Diskussion wie vor 100 Jahren. Heiraten, warum denn? Damit ich so unter die Fuchtel komme wie Mutti. Sabine. Das ist doch wahr, überhaupt. Woher wisst ihr, ob ich überhaupt heiraten will? Du siehst doch ganz passabel aus. Oh Gott, das bringt's voll. Und wenn ich nicht will? Wenn ich mich lieber alleine durchbringe und bloß einen Freund habe, einen, von dem ich weg kann, wenn er mir nicht mehr passt? Hast du ihr das beigebracht? Mutti? Mutti ist doch ganz anders. Sonst wäre sie doch gar nicht mehr hier. Du, das geht zu weit. Ich bin gern hier. Naja, ich mein's ja nicht so. Aber ist doch wahr. Was man so zu hören kriegt, da bleibt dann mir die Spucke weg. Da braucht ihr doch nicht die Spucke wegzubleiben. Ich will Abitur machen und Chemie studieren. Ist doch nichts Besonderes. Ich muss gehen. Ich muss zum theoretischen Unterricht. Immer wenn es was zu besprechen gibt, rennst du weg. Fahr sie doch hin, Papa. Ist doch schon dunkel. Lass doch. Ich nehm's Rad. Also bitte, wenn sie nicht allein hinkommt. Nein, nein. Ich kann wirklich mit dem Rad fahren. Das ist es. Na, wie du das auch machst. Ich habe unten noch was zu arbeiten. Also da studiere ich wirklich lieber Chemie. So, das wär's für heute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ich mir etwas mehr Pünktlichkeit ausbitten dürfte. Wiedersehen, gute Nacht. Wiedersehen. Wiedersehen. Diese Theorie, die fällt mir total schwer. Mir auch. Klar, jetzt eigentlich viel leichter als am Anfang. Viel leichter als die Praxis. Warum finde ich total leicht. Ich freue mich direkt auf die Prüfung. Nur vor der Theorie habe ich gewarnt. Das ist mein Freund. Wiedersehen. Wiedersehen. Also dieses Mädchen, da sollte man eigentlich gar kein Auto in die Hand geben. Mit ihrem Führerschein wird sie nicht alt, aber sie kriegt ihn natürlich. Wiedersehen alle zusammen. Wiedersehen. Wiedersehen. Draußen regnet es doch, junge Hunde warten Sie. Ich bringe Sie schnell nach Hause. Ja, aber ich habe das Rad. Das kommt in den Kombi. Meine Herrschaften, das Lokal wird geschlossen. Trinken Sie noch irgendwo ein Bier, noch dürfen Sie. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Ja, ich kann auch nett sein. Hätten Sie gar nicht gedacht, wie? Da. Wischen Sie mal schnell die Seitenscheiben ab. Sagen Sie, ist eigentlich Ihr Mann immer noch dagegen, dass Sie den Führerschein machen wollen? Mhm. Das kommt öfter vor. Die jungen Männer, die sind da anders, aber die alten Säcke, ich meine so, die Gatten von Damen ihrer Kategorie, solche wie ich, ich meine, die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass die Frauen selbstständiger werden. Dass sie einen Beruf haben und Geld verdienen, naja, das nehmen sie noch hin, aber dass sie sich an Steuer setzen, das schlägt ihnen auf den Magen. Alle sind doch nicht so. Ja, da gibt's eine ganze Menge. Was meinen Sie, was ich da schon erlebt habe? Die Frauen haben sich angemeldet und dann sind die Männer aufgekreuzt und haben getobt mit mir, als ob ich was dafür könnte, dass die Dame verrückt spielt. Verzeihung, das habe ich nicht so gemeint. Da können Sie sicher sein, das tut mein Mann nicht. Ja, wenn sie dann endlich den Führerschein hat und der Mann bricht sich einen Arm oder ist blau, was meinen Sie, wie froh der dann ist, dass die Alte, ich meine, dass die Frau Gemahlin dann fahren kann? Mein Mann trinkt eigentlich nie zu viel. So? Na ja, wenn er so tugendhaft ist. Noch einen Rat gebe ich Ihnen. Lassen Sie sich nicht vom Fahren abhalten nachher.
Immer ran ans Steuer. Fahrpraxis müssen Sie kriegen, sonst war die ganze Quälerei für die Katz. Davor habe ich Angst, dass ich das Auto nicht kriege. Ja, ich hatte mal eine Fahrschülerin. Sie hat gleich bei ihrer ersten Fahrt einen fremden Kotflügel angeschlagen. Was meinen Sie, der Mann hätte nie wieder den Wagen gegeben? Oh Gott, wenn ich mir das vorstelle. Das ist aber auch so eine Sache. Wenn ein Mann mit einem Blechschaden nach Hause kommt, dann ist prinzipiell immer der andere der Hammel gewesen. Wenn seiner Frau dasselbe passiert, Prost Mahlzeit. Ja, ich bin da im Grunde genommen auch nicht anders. Also unser Auto, das dürfte ich auch nicht kaputt machen. Am besten wäre natürlich ein eigenes. Ein schnuckeliger Kleinwagen oder ein alter VW. Himmel. Sagen Sie mal, Frau Riehl, ich frage mich immer, warum sind Sie eigentlich so schrecklich nervös und ängstlich? Was Sie da so manchmal hinterm Steuer fabrizieren, also sowas habe ich ehrlich noch nie erlebt. Ist das weil Ihr Mann? Ich meine, kriegen Sie Ärger mit ihm? Also wenn ich was dazu sagen darf, Sie sollten sich nicht so unterkriegen lassen. Wenn Sie schon mal den Entschluss gefasst haben. Aber Frau Riehl, jetzt weinen Sie doch nicht. Es tut mir leid, entschuldigen Sie bitte. Dank, dass Sie mich hergebracht haben. Gern geschehen, keine Ursache. Gute Nacht. Gute Nacht, schlafen Sie gut. Sehr gut verarbeitet ist das ja nicht. Ach, Herr Riehl, darauf habe ich direkt gewartet. Sie müssen ein bisschen umdenken. Wir verkaufen nun mal keine Möbel mehr für 3 Generationen. Ihr Vater dachte da ganz anders. Früher, da kaufte man sich einen Anzug fürs halbe Leben. Heute schmeißt man den nach einem Jahr weg. Und Möbel, die kauft man allmählich ebenso. Ah, ich weiß nicht. Wenn sie unmodern werden, weg damit, kommen neue her. Das gefällt den Leuten. Darauf müssen wir uns einstellen, dafür aber mögen wir. Palmann drüben mit seinen grundsoliden Sachen. Mein Gott, Palmann, Palmann. Sowas hier, das ist der Stil von Palmann. Der ist eben anders. Der wendet sich an ein ganz anderes Publikum. Und ehrlich gesagt, eigentlich verstehe ich gar nicht, dass es Leute gibt, die für so ein Möbel 7 bis 8.000 Mark hinlegen. Ist doch das reinste Erbbegräbnis. Frau Riehl, Sie müssen die Schilder besser beachten. Aber da stand eben 70. Ja, das war mal, Frau Riehl, das war mal. Das ist längst aufgehoben. Ja, so ein richtiger, schöner, saftiger Geschwindigkeitsrausch. Wäre die Doppelstunde heute, das war jetzt die 27. und 28. Ja, ich weiß. Noch 5 Stunden, dann ist Schluss. Ja, anmelden kann ich Sie auf Ihre Verantwortung, aber Sie wissen ja selber. Wenn Sie jetzt vielleicht überholen würden, wir pflücken ja doch keine Blumen. Nein, nicht gleich den Blinker. Was kommt denn zuerst? Na also, Rückspiegel, Seitenspiegel. So, jetzt blinken, rausfahren. Und es ist ja ganz egal, wann ich die Prüfung mache. Ich schaff's ja doch nicht. Ja, so 15 Stunden brauchen Sie noch. Mindestens, würde ich sagen. Das sagt sie mal meinem Mann. 360 Mark. Ja, Herr, die Bauherren. Wir krebsen auch ganz schön rum. Als wir damals gebaut haben, ging das Geschäft noch besser. Aber jetzt bei dieser Konkurrenz. Nicht rausfahren, Frau Riehl. Da hinten kommt doch einer. Ach Gott, immer diese dicken Hunde. Wenn Sie Ihre Schüler immer so anbrüllen, ist es ja kein Wunder, dass Sie zur Konkurrenz laufen. Brüllen? Ich brüll doch nicht. Ich will doch bloß, dass Sie alles richtig machen. Verrückt machen Sie mich. Total verrückt. Ich bin ja auch nervös. 5, 6, 8 Stunden täglich und dann immer mit diesen dicken... Blinken, Frau Riehl, blinken. Ihr Mann soll Sie wenigstens lebendig wiederkriegen. Magst du auch was trinken? Ja, bitte. Mir können Sie noch 2.000 dazuzahlen, hat er gesagt. Ich würde mir so ein Ding nicht in die Wohnung stellen. Lass ihn doch. Er kann sich doch hinstellen, was er will.
Er weiß doch nicht, dass wir solchen Schrank haben. Der will da einen Stil ins Haus bringen, der Junior. Er ist eben jetzt nicht mehr der Junior, er ist jetzt der Chef. Meinst du, dass du Schwierigkeiten mit ihm kriegst? Was für Schwierigkeiten? Ich bin seit über 20 Jahren im Haus, er braucht mich doch. Und er ist doch ein netter Mensch. Anständig. Das war er doch immer. Mir geht es um das Qualitätsgefühl. Modern sein, mit der Zeit gehen. Den Kunden jeden Mist aufschwatzen. Alle stromlinienförmig und mit Musik. Möglichst auch Klorollen mit Musik. Sowas soll man mitmachen. Das hier, das ist Qualität. Das ist ein Möbel zum Wohnen. Kein Düsenjäger. Ein bisschen schwerfällig ist er ja. Was soll denn das nur wieder heißen? Du hast ihn doch auch haben wollen. Mich hast du eigentlich gar nicht gefragt. Heinz, das Glas. In der Branche kennt man dich doch. Wenn du nun mal woanders die Fühle ausstreckst. Ja, verändern, das geht nur mit Verlust. Das verkraften wir nicht bei unseren Belastungen. Wenn jetzt noch die Abrechnung für die Erschließungskosten kommt, die 1000 Mark von deiner Tante, die hätten wir gut gebrauchen können. Das musste ja kommen. Ich bin schuld. An allem, was in den nächsten 20 Jahren passiert, bin ich schuld. Riel? Wie bitte? Wer ist da? Wer hat uns Ihnen empfohlen? Ach so. Nein, wir brauchen keinen Orientteppich. Nein, wirklich nicht. Auch keine Brücke. Orientteppich. Die hat Nerven. Ob das morgen schon drinstehen kann? Das klappt gerade noch. Sollen wir Sprechstundenhilfe hervorheben, dickdrucken? Kostet das mehr? Nein, nichts. Ja, dann bitte dickdrucken. Und sollen wir Ihnen die Angebote dann zuschicken? Nein, nicht nötig. Ich komme wieder vorbei. Am besten so in 3-4 Tagen. Sie könnten vorher aber auch schon mal anrufen. Hat's lang gedauert? Ist nicht schlimm. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viele Herren Doktoren sich rühren. Und ob mich überhaupt einer nimmt. Warum nicht? Ich würde Sie sofort nehmen. Sie? Na klar, wenn Sie sich nicht gerade als Chauffeur bewerben. Ah. Wollen wir eigentlich hier überwintern? Da vorne an der Parkbucht, da wollen wir rückwärts einparken. Hier bei den vielen Autos? Vielen nennen Sie das? Also hören Sie mal, bei der Prüfung müssen Sie das doch auch können. Da hinter dem grauen Admiral, da kommen Sie bequem rein. Was müssen Sie zuerst tun? Ach so, ja. Sagen Sie es. Nach hinten gucken. Jetzt links einschlagen, stärker. Nicht so pflaumenweich, Frau Riel. Nochmal von vorn. Haben Sie denn vergessen, wie es gemacht wird? Wenn die Bordsteinkante dort sichtbar wird, da an der Stelle, dann links einschlagen, kräftig, mit Schmalz dahinter. Also los. Stopp, Frau Riel, was machen Sie denn? Also das musste ja kommen, dass Sie mein Auto eines Tages kaputt machen, das habe ich ja gewusst. Können Sie denn nicht gucken? Sind Sie lebensmüde? Sowas dürfte überhaupt nicht auf die Menschheit losgelassen werden. Jetzt machen Sie endlich die Tür zu. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe die Nase voll. Um Himmels Willen, so beruhigen Sie sich doch. So war es doch nicht gemeint. Ich war nur so erschrocken. So schlimm ist das doch nicht. Ich bin doch versichert. Warten Sie, ich muss mit dem mal reden. Danach setzen wir uns in das Café da drüben und beruhigen uns ein bisschen. Tut gut, was? Ja, sehr. Was soll ich bloß machen? Sie sollten mehr Selbstvertrauen haben. Selbstvertrauen, Sie sind gut. Wenn man immer zu eins aufs Dach kriegt. Passen Sie mal auf. Sie haben doch Courage. Sie machen den Führerschein, obwohl Ihr Mann das nicht will. Und jetzt suchen Sie sich sogar eine Stellung. Mein Gott, das ist doch was. Hören Sie doch endlich auf zu zittern und zu bibbern. Hier stehe ich und hier bleibe ich und so weiter. Passt. Wenn ich im Auto sitze, brüllen Sie mich an. Wissen Sie, ich habe darüber nachgedacht. Ich will jetzt mal ganz ehrlich sein. Mir ist aufgefallen, dass ich noch nie einen Schüler so angemeckert habe wie Sie. Ach, Sie meinen, mit mir, da kann man es machen. So ängstlich und verstört wie Sie da sitzen, das fordert einen direkt dazu heraus.
Neulich, da habe ich ja schon mal zurückgeschimpft. Das hat auch nichts genützt. Weil Sie gleich wieder zusammengeschrumpelt sind. Sie sollten öfter mal auftrumpfen. Nicht bloß im letzten Moment, kurz vorm Durchdrehen. Verstehen Sie nicht, was ich meine? Doch, schon. Nicht immer so da sitzen und ein schlechtes Gewissen haben. Na also, jetzt haben wir die ganze Zeit Kaffee trinken geübt, statt einzupaaren. Es gibt natürlich noch einige andere Damen, die die Stelle gerne gehabt hätten. Bitte schön, jüngere. Aber ich habe eigentlich lieber eine Dame in gesetzterem Alter. Tja, trauen Sie sich das eigentlich zu nach so langer Pause? Mein Beruf hat mir immer so viel Spaß gemacht. Ich komme bestimmt schnell wieder rein. Diese jungen Dinger sind oft so unzuverlässig. Telefonieren stundenlang mit dem Freund und die Patienten müssen warten. Nur Sie wissen doch, dass ich nur vormittags kann. Ja, das ist auch ein Pluspunkt. Das passt ganz ausgezeichnet. Meine jetzige Sprechstundenhilfe, Frau Rose, sie ist schon jahrelang bei mir. Sie haben sie kennengelernt. Mhm. Frau Rose hat zwei kleine Kinder. Eins ist fast noch ein Baby. Ihre Mutter hat sich um die Kinder gekümmert. Haben Sie eigentlich Kinder? Ja, zwei. Die sind schon groß, 11 und 16. Ja, der Mutter von Frau Rose wird es zu viel. Sie will nur noch nachmittags kommen. Und deshalb brauche ich jemanden für vormittags. Frau Rose kann dann zu Hause bleiben. Tja, Frau Hiel, wollen wir es zusammen versuchen? Ab wann wäre denn das? Ab nächsten Ersten. Passt Ihnen das in 4 Wochen? Nimm's doch nicht so schwer, Mutti. Der Berti ist doch ganz patent, der ist doch nicht doof. Es ist direkt zum Verrücktwerden. Kaum hat man mal eine Freude, gleich kriegt man wieder eins reingewirkt. Warum gehst du überhaupt zu diesem Elternsprechtag? Dass er nicht gut ist in der Schule, das weißt du doch sowieso. Reg dich doch nicht auf. Freu dich lieber über deinen Job. Sag auf keinen Fall Berti was davon, der kann den Mund nicht halten. Der erzählt es sofort, Papa. Der muss es ja doch mal wissen. Aber noch nicht jetzt. Hoffentlich ist dein neuer Chef nur wirklich so nett, wie er aussieht. Lass dich nur nicht gleich wieder unterbuttern. Unterbuttern? Jetzt fängst du auch noch an. Ach, Mutti, lach doch mal wieder. Hm? Weiß denn Ihr Mann jetzt Bescheid? Wegen meiner Stelle? Mhm. Ich trau mich nicht. Das hätten Sie ihm längst sagen sollen. Wenn die Straße frei ist, kann man überholen. Na also. Am Montag müssen Sie in solcher Situation überholen, sonst wird der Prüfer wild. Ich glaube, ich komme lieber gar nicht erst. Jetzt sind Sie angemeldet. Vielleicht klappt es sogar. Ich habe schon die komischsten Dinge erlebt. Sie machen mir vielleicht Mut. Könnte ich nicht morgen noch eine Stunde haben? Ich weiß, es ist Sonntag. Sonntags nie. Sonntags gehört Papi uns. Himmel, mein Mann ist schon zu Hause. Mal was sagen? Wenn Sie erst den ganzen Druck los sind, dann werden Sie noch eine ganz ordentliche Fahrerin. Wiedersehen. Wiedersehen. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich habe wahnsinnigen Hunger. Was gibt's denn? Suppe von gestern. Ich muss sie nur noch warm machen. Das war ein Tag heute im Geschäft. Diese Samstage, man kommt kaum zum Verschnaufen. Und dann auch die Autobahn so voll. Wo sind eigentlich die Kinder? Sabine ist zu Marlene gefahren übers Wochenende. Und Berti ist zum Zelten. Das weißt du doch. Jedes Wochenende was anderes. Muss das eigentlich sein? Das ist wegen der Erschließungskosten der endgültige Bescheid. Furchtbar über 5.000. Woher sollen wir denn das Geld nehmen? Aber du hast es doch gewusst. Du hast doch gesagt, dass du das Geld von der Bank kriegst. Da glaubst du, sie schenken einem was? Die ziehen einem doch das Fell über die Ohren. Immer mehr Zinsen. Bei diesem teuren Geld. Ich muss dir was sagen, Hans. Wahrscheinlich müssen wir noch eine Grundschuld aufnehmen. Hör mir doch endlich mal zu, ich habe eine Stellung. Gleich. Eine was? Eine Stellung, halbtags bei einem Arzt. Ich krieg ungefähr 600 Mark. Von 9 bis 12:30. Das ist doch ganz einfach. Wenn die Kinder aus der Schule kommen, bin ich längst wieder da. Die merken überhaupt nicht, dass ich weg war. Und 600 Mark! Das ist doch großartig. Davon können wir die Zinsen ganz leicht. Ich habe dir gesagt, dass ich es nicht will. Dann können wir uns doch ein bisschen was leisten. Und du hast die Last. Du hältst dich ab. Aber es macht mir doch Spaß, mit anderen Menschen umgehen. Die Verantwortung. Und nicht immer bloß jeden Tag den Dreck vom Vorigen wegkratzen. Spaß macht es. Und zu Hause, da kotzt es sich an. Weh? Himmel, du drehst einem wirklich die Worte im Mund rum. Aber darf ich schon darüber reden? Die Kinder werden größer und sind immer öfter weg. Und in ein paar Jahren sitze ich ohne sie da. Und dann nehme ich womöglich überhaupt keiner mehr. Alles über meinen Kopf weg. Führerschein, die Kinder, Stellung suchen. Alles über meinen Kopf. Ich will es nicht. Du redest ja wie einer vor 100 Jahren. Was ich dir biete, reicht wohl nicht mehr. Nein, tut es auch nicht.
wenn du schon so verbohrt bist. Du gehst hin und sagst diesen Menschen... Welchen Menschen? Ich kenne keinen Menschen. Diesem Arzt oder was er ist, sagst, dass du nicht kommst. Auf keinen Fall, das tue ich nicht. Und wenn du kein Geld brauchst, ich brauche welches. Ich muss womöglich noch mehr Fahrstunden nehmen. Dann nimm noch Fahrstunden. Nimm doch noch 100 Fahrstunden. Ich zahle dir auch noch 100 Fahrstunden. So, und wovon, wenn ich fragen darf? Wovon? Von meinem Geld? Ich habe ja noch 3.000 auf der Bank. Was? Na ja, für alle Fälle, für einen Notfall. Man kann ja nie wissen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Sag mal, heute am Samstag? Na komm, erst mal rein. Danke. Was ist denn bloß los? Du, Inge, kann ich hierbleiben? Ja, natürlich kannst du hierbleiben, aber was sagen, wenn deine Lieben dazu ist? Was passiert? Heinz und ich. Ach du liebe Zeit, ihr jetzt auch? Das darf doch nicht wahr sein. Da denkt man endlich mal eine stabile Ehe, ein Beispiel, dass es auch gut gehen kann. Magst du einen Cognac? Was sind Zustände? Gestern treffe ich den Sauerfahrer ganz harmlos. Wie geht's denn Ihrer Frau? Ist der auch schon geschehen? Tatsächlich. Man mag bald keinen mehr fragen. Ich mache uns jetzt mal einen Kaffee. Hast du überhaupt schon was gegessen? Frau Klein, ne? Ja? Haben Sie vielleicht meine Frau gesehen? Ihre Frau? Ja, doch. Ihre Frau ist doch mit dem Rad weggefahren, mit so einer Reisetasche hinten drauf. Ist aber schon ziemlich lang her. Ach ja, richtig. Sie wollte ja noch was wegbringen. Dankeschön. Ja. Mit den 3.000 Mark, das ist doch das Letzte. Ich quäl mich ab mit meinem schlechten Gewissen wegen der Fahrstunden und er hat 3.000 Mark in der Ecke. Und sag doch mal, was ist doch gemein, oder? Naja, sicher, aber den deswegen gleich in die Wüste schicken sollst. Jetzt verteidigst du ihn auch noch. Erst hetzt du mich gegen ihn auf. Nein, nur mal langsam. Das ist doch wirklich gemein. Komisch, dass du dich plötzlich so aufregst. Dein Heiz und seine einsamen Entschlüsse, das ist doch nichts Neues. Aber er muss doch endlich einmal einsehen. Ach, oh je, auf einmal, so von heute auf morgen. Ich presse hier vor mich hin, immer wenn ich mich aufrege. Der arme Mann kann einem doch direkt leid tun. Bisher hat das Frauchen immer schön brav genickt und plötzlich kriegt sie einen Rappel und entdeckt ihr Selbstgefühl. Ist doch ein Schock für ihn. Das ist doch, als ob einer aus der Steinzeit plötzlich am Flugzeug sitzt. Da muss er sich doch auch erst dran gewöhnen. Die liebe Zeit, das ist ja bestimmt schon wieder. Das ist nicht den Bus sagen. Ja, Heinz. Nein. Nein, sie hat sich nicht gemeldet. Nein, wirklich nicht. Ach, entschuldige, aber du hast mich geweckt. Er macht ja nichts. Ja, natürlich rufe ich dich an, wenn ich was höre. Tschüss. Also langsam komme ich mir kindisch vor. Warum sagst du nicht klipp und klar, was los ist? Weil er dann sofort hierher kommt. Ja, aber so heimlich verschwinden? Ich kann einfach noch nicht mit ihm reden. Und was soll er den Kindern erzählen? Grimms Märchen. Sei doch still. Du, der geht bestimmt zur Polizei. Hör auf!
Also ich dusche mich jetzt erstmal. Seid ihr eigentlich schon verheiratet? Fast 18 Jahre. Bei mir waren es bloß 8. Ich will dir mal was sagen, was du da vorhast. Trennung, eigene Wohnung und so. Sabine versteht es, nur für Berti ist es sicher schlimm. Für den sind wir doch eine Einheit, so eine Art siamesische Zwillinge. Hör doch mal zu, diese Ideen, die du da hast. Das machst du dir doch alles bloß vor. Wieso? Weil du nicht der Typ bist. Ich bin's, die Lilo ist es. Wir können das, aber du nicht. Hübsch, nicht? Ausverkauf. Du hältst das doch gar nicht aus. Ob der Bert die nasse Füße hat, ob Sabine wohl genug ist. Die Kinder sollen ja dann zu mir kommen. Na und der Heinz? Meinst du, den kannst du einfach abhängen? Ich sagte, du bist nicht der Typ. Du ärgerst dich schwarz über ihn, aber du musst ihm weiter seine Bohnensuppe kochen, sonst bist du nicht glücklich. Guten Abend. Wo warst du denn? Was hast du denn? Berti! Das war vielleicht toll. Ja. Das Zelt stand direkt am See. Wir haben in der Nacht gebadet, morgens auch gleich. Und ein Feuer gemacht und gegrillt. Und ein Boot hatten wir auch. Oh, wie schön. Du hast einen Schnupfen? Ach, was überhaupt nicht. Gibt's was zu essen? Was denn? Na, Mutti wieder da? Sabine, was hast du denn gemacht? Was ist denn passiert? Stacheldraht. Wieso Stacheldraht? Ich bin reingefallen. War er verrostet? Der Jörg ist in einem verrosteten Stacheldraht gefallen. Der hat eine Blutvergiftung bekommen und ist fast gestorben. Himmel und morgen. Was morgen? Ach, nichts. Was ist morgen denn los? Morgen habe ich Prüfung. Ich hab ihn! Oh, gratuliere! Die übrigens, Frau Riehl, Sie sollen rauskommen. Sie sind dran. Der Prüfer, der war vielleicht was von sauer. Was ist das, der hat mir erzählt, dass er gerade aus dem Krankenhaus entlassen ist, weil ihn ein Fahrschüler gegen Baum gefahren hat. Ach, mitten in der Prüfung. So, dann fangen Sie an, Frau Riehl. Regen Sie sich doch nicht so auf. Denken Sie einfach, Sie sind in der Fahrstunde. Nächstmögliche dann links abbiegen. Sie haben auch einen Rückspiegel. Nein, Sie haben nicht. Die nächste mögliche wieder links. Jetzt geradeaus in die Einbahnstraße rein. Ja. Hier mit der Möbelwagen da mitten auf der Straße.
soll man denn da vorbeikommen? Nein, Frau Riel, so geht das nun wirklich nicht. Schluss, stopp! Kommen Sie, setzen Sie sich auf meinen Platz. Aber warum denn? Weil es aus ist, durchgefahren. Wegen dem Möbelwagen, aber was los, hätte ich denn... Los, Frau Riel, wir haben nicht so viel Zeit. Ich war wirklich milde mit Ihnen. Aber wenn Sie Fußgänger gefährden... Aber was hätte ich denn tun sollen? Rückwärts aus einer Einbahnstraße rausfahren, das ist doch auch verboten. Von mir aus hätten Sie stehen bleiben können. Wären Sie doch stehen geblieben und hätten gesagt, weiter geht's nicht, da ist der Möbelwagen, da kann ich nicht dran vorbei. Ja, aber ich habe gedacht, dann, wenn ich das mache, dann falle ich ja durch. Nächstes Mal, Frau Riel. Passen Sie auf, nächstes Mal klappt es besser. Noch ein paar Fahrstunden, dann sind Sie auch nicht mehr so aufgeregt. Du siehst ja so blass aus. Fehlt dir was? Überhaupt ja alle, was ist denn? Was hat sie denn? Was soll sie schon haben? Sie ist durchgefallen. Durchgefallen? Wieso? Wann? Ach, Papa, nun tu doch nicht so. Und du bist schuld. Sie hat sich so angestrengt. Sie hat so viel gepaukt. Und jetzt hat sie kein Geld mehr. Aber du hättest mit ihr üben können. Aber du bist richtig, richtig gemein bist du. Richtig im Stich gelassen hast du sie. Gemein bist du, gemein. Sei doch still, Bertie. Heule nicht, ist ja alles nicht so schlimm. Jetzt lasst euch bestimmt scheiden, wie die Eltern von Renate. Und ich, zu wem soll ich dann? Blödsinn. Renate darf ihren Vater bloß sonntags besuchen. Scheiden? Wie kommst du denn darauf? Wer hat dir denn diesen Quatsch erzählt? Die Eltern von Renate haben sich nicht mehr gemocht. Und dann haben sie sich scheiden lassen. Also hör endlich auf, Bertie. Und ihr mögt euch auch nicht mehr. Ach, so ein Quatsch, Bertie. Lasst ihr euch nicht scheiden? Nein, doch. Und Mama, hör endlich auf zu heulen. Mama macht schon noch ihren verdammten Führerschein. Hilfst du ihr jetzt? Ja doch, Bertie. Tu ich schon. Ist ja schon gut. Du musst kräftiger einschlagen, ja. Bertie. Das sagt der Ilkner auch immer. Oh Gott, der Ilkner. Ich glaube, bei dem gehe ich in die Geschichte ein als Sargnagel. Ja? Ja. So, nur noch mal nach vorn. Kannst du doch ganz gut. Ich weiß gar nicht, warum du solche Angst hast. Wann soll es denn eigentlich losgehen bei deinem Doktor? Am nächsten Ersten. Jetzt fang um Himmels Willen nicht wieder von vorne an. Du, Lotti, das mit den 3000 Mark, das darfst du mir nicht übel nehmen. Na ja. Das ist doch nun mal so ein Tick von mir. Ich muss einfach was in Reserve haben, sonst drehe ich durch. Nun sei doch nicht beleidigt. Was heißt denn beleidigt? Ich finde bloß... Immer diese einsamen Entschlüsse. Einsame Entschlüsse. Dann will ich's dir mal sagen. Der Junior, ich glaube, mit dem geht das nicht auf die Dauer. Will er dich raushaben? Ach, raushaben? Nein, er ist ja ein ganz anständiger Kerl, das würde er nie tun. Aber wir passen nicht zusammen, die Linie, die er hat. Das ist ja fürchterlich. Vielleicht sehe ich auch zu schwarz, aber vielleicht, wenn ich was anderes fände. Aber wo denn bloß heutzutage? Bei Palmern. Geht der alte Schulz in Rente. Aber Palmann ist viel kleiner. Du hast doch immer gesagt, Veränderung geht nur mit Verlust. Weißt du, ich habe bisher gedacht, ich könnte alles allein schaffen. Hast du doch auch. Das Haus. Meine Mutter, die hat so schuften müssen. Meine Frau sollte es besser haben. Das war sozusagen mein Stolz. Jedenfalls, wenn du wirklich mithelfen könntest, vielleicht könnte ich mich dann nach was anderem umsehen. Heinz... Na, es wird schon werden, Lotti. Hm? Gut. Na, dann üben wir noch mal. Ja, Frau Riel,
Etwas rasanter dürfen sie noch werden. Der Verkehr soll ja flüssig laufen. Und vielleicht noch ein bisschen schärfer rechts halten. Ne? Bin ich durchgefallen? Wieso? Hab ich das gesagt? Ich habe nur gesagt, sie sollen noch etwas aufs Rechts fahren achten. So. Wenn Sie wieder eine ruhige Hand haben, können Sie ja zu Hause unterschreiben. Ich hab ihn. Ich hab ihn. So, jetzt kommt noch Herr Berger. Wenn Sie den abwarten wollen, kann ich Sie ja nachher nach Hause bringen. Ja. Na ja, der Berger, das arme Schwein. Ich glaube, der besäuft sich erst vor Kummer. Also, wenn ich noch mal durchgefallen wäre, ich wüsste nicht, was ich täte. Ja, Sie haben sich wacker gehalten, Frau Ried. Beim Linksabbiegen bei der Ampel, da hatte ich Angst. Ich auch, und erst auf der Autobahn. Na ja, Frau Riel, Sie waren schon ein schwerer Brocken. All diese dicken Hunde. Wieso? Ich möchte ein Andenken von Ihnen haben, Herr Ilkner. So, was denn? Ihren Kamm. Danke. Ja, ich sag's ja immer. Namen Ihrer Kategorie, das sind die besten. Sagen Sie mal, da stand ein Schild 80. Der wichtigste Blick ist der Blick in den Rückspiegel, ob keine Polizei kommt. Krieg ich wirklich noch ein paar Würstchen? So viel du willst, drum hat Papa sie ja mitgebracht. Papas Ehrengabe. Find ich toll. Ich hab gedacht, mir ist jetzt alles ganz egal, du fällst sowieso durch. Der lässt dich bestimmt durchfallen. Und kein Wort hat der gesagt, nur hinten gesessen. Der hat eben gemerkt, da fährt eine echte Könnerin. Ich bin gefahren und gefahren und gefahren. Mir war auf einmal alles wurscht. Ich hab gedacht, du kannst mich mal. Und dann habe ich überhaupt nichts mehr gedacht. Und auf einmal hatte ich einen Führerschein in der Hand. Zeig noch mal. Das Bild von Mutti, echt gut. Hast du es wirklich gedacht? Was, Bertie? Du kannst mich mal. Hast du es richtig gedacht? Ich meine, ganz richtig? Doch, ganz richtig. Unsere Mutter wird noch ganz flott. Die macht sie. Es geht doch ganz schön. Wirklich. Lotti, zweiter Gang. Nicht bremsen, Lotti. Runterschalten. Dann bremst der Motor. Ah, das Getriebe. Man fährt eine Straße immer in dem Gang runter, in dem man auch rauffährt. Merkt das mal. Ja. Du musst ein bisschen auf den Motor horchen. Vorsicht, da vorne kommt eine Kurve. Hab ich doch längst gesehen. Naja, also jetzt natürlich dritten Gang. Du kannst doch nicht immer im zweiten bleiben. Ich kenne doch die Straße nicht. Du sollst ja nicht immer dazwischen reden, Papa. Du machst sie ja ganz verrückt. Mama fährt doch toll. Die lernt's auch noch besser. Sag mal, warum überholst du denn nicht? Ja wirklich, Mutti, es kommt doch keiner. Weil ich nicht will. Warum denn nicht? Weil ich am Steuer sitze. Und wenn ich am Steuer sitze, entscheide ich. Ja, so ist das. Wirklich, Mama fährt toll. Naja, schon ganz gut für den Anfang. Wisst ihr, was ich möchte? Irgend so einen gebrauchten Kleinwagen. Toll, Mama, das wäre ein Hammer. Das kommt nicht in Frage. Ein Zweitwagen kommt mir nicht ins Haus. Absolut nicht. Niemals. Basta.